Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um die neuen Bremsbeläge, die ich mir geholt habe, und zwar die Firodo DS 2500. Und jetzt fahren wir direkt mal an. Ich sitze im Auto. Es gibt nämlich ein Video bei YouTube und die quietschen höllisch. Es gibt aber da ein paar Unterschiede, wann sie mehr und weniger quietschen, und da gehen wir gleich mal drauf ein. Rein, wie doll sie wirklich quietschen und wie sie bei mir quietschen. Nicht wirklich doll. Also der Punkt ist, es gibt ein bisschen was zu erzählen, warum sie quietschen, beziehungsweise woher das kommt, wenn sie doll quietschen oder nicht so doll quietschen. Also wie ihr hört, ich mache noch ein, zwei Bremsungen für euch. Die Bremse ist jetzt nicht wirklich warm, hat jetzt normale Temperatur, ich bin jetzt nicht geheizt oder so. Gegen Ende ein bisschen, aber hier zähle ich dann auch gleich ein bisschen was zu. Provoziert, das passiert nämlich, wenn man ganz leicht bremst. Und wenn ich jetzt normal bremse, wie ich so zum Beispiel an der Ampel heranfahren würde. Also. Ja, so, jetzt haben wir ein paar Mal zusammen gebremst. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit ruhig bin und einfach nur vor mich hinbremse, damit ihr ein bisschen was hören könnt, erkläre ich euch ein bisschen was dazu. Also, es gibt aber da ein paar Unterschiede, wann sie mehr und weniger quietschen, und da gehen wir gleich mal drauf ein. So, jetzt machen wir mal eine leichte Bremsung. Also, ihr hört bei einer leichten Bremsung auf jeden Fall, quietscht es ein bisschen. Wenn ich jetzt mal stärker reingehe, hört's auf. Jetzt fliegen meine Haare aus durch die Gegend. Also, ich will euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar mit den Bremsen war das so. Ich habe mir die Bremsen niegelnagelneu gekauft und auch Bremsscheiben. Ich fahre das Ganze, die DS Firodo 2500. Fahre ich auf ATE Serienscheibe. Nicht gelocht, nicht genutet, nicht sonst was, sondern einfach eine plane Scheibe von ATE und darauf die DS 2500er. Und bevor das hier noch ein bisschen Überhand nimmt, machen wir wieder Fenster zu. Ihr hört also, wenn ihr euch die Bremsbeläge kaufen wollt und solltet, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass die Dinger quietschen werden. Das ist einfach so. Der Bremsbelag verhält sich aber unterschiedlich. Das heißt, ich mache mal eine chronologische Reihenfolge und dann erzähle ich, wie es jetzt aktuell ist und als wie störend ich das Ganze empfinde. Als ich die Bremsbeläge neu gekauft habe, natürlich muss man sie erstmal empfindlich einbremsen, und das Ganze passiert dann einmal über einen gewissen Zeitraum, dass sich einmal der Bremsbelag auch an der Bremsscheibe so ein bisschen angleicht, und dann mit der Zeit habe ich so ein paar Bremsungen vorgenommen, die ein bisschen, ja, so einmal Einbremsung, also ein paar Mal von 160 auf 80 runtergebremst, so mit halbem Pedaldruck. Da gehen die Meinungen ganz weit auseinander, wie man das macht und was man am besten macht und was die geeignetste Variante ist. Jeder schreibt ein bisschen was besser vor. Da gibt es auch so ein Dokument und sowas. Ich habe das jedenfalls so gemacht, bin auf die Autobahn gefahren und habe die einfach mal ein bisschen eingebremst, dass da mal ein bisschen was funktioniert, dass sie ein bisschen aneinander sich gewöhnen und an die Reibung gewöhnen. Und ja, das war es dann eigentlich auch soweit. Das Ganze habe ich, sage ich mal, gemacht, normal fahren, normal bremsen, 500 Kilometer. Und dann war meine Bremse eingebremst, mäßig, aber sie hat extrem krass gequietscht. Ich habe kein Video davon gemacht, aber das war wesentlich lauter als das hier. Und das war echt, wo ich dachte so, shit, war das jetzt die richtige Wahl? Nein, so schlimm war es nicht, aber es war schon präsent. Und war ich jetzt erstmal so, okay, mal abwarten, was passiert. Vielleicht waren sie noch nicht richtig eingebremst, denn ich habe von einigen gehört, dass wenn man sie einmal richtig auf Temperatur bringt, die ganzen Bremsbeläge, die müssen halt mal ausgasen und sowas, und dann wird es halt wesentlich besser. So, das war so der Stand, den ich bis vor kurzem hatte. Dann war ich ja jetzt gerade am Wochenende auf der Nordschleife unterwegs. Das heißt, ich bin 550 Kilometer hingefahren, 550 Kilometer zurück und dann 34 Runden an dem Wochenende auf der Nordschleife, und ich habe gebremst. Und ich habe richtig viel gebremst. So,
jetzt hat sich das ganze Verhalten natürlich verändert. Das kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also Fakt ist, wenn die Bremsen richtig auf Temperatur kommen, quietschen sie. Das ist eigentlich ganz normal für sportlich angelegte Bremsbeläge. Da geht halt der Komfort ein bisschen flöten, aber die Bremsleistung steigt nach oben. Mein Empfinden mit dem Bremsbelag auf der Nordschleife war für mich, so wie ich fahre, perfekt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Belag und mit der Bremsscheibe. Das hat alles super gut funktioniert. Da meine Bremsenkühlung nicht so optimal ist, ich habe zwar die Luftführungen drin, sind sie irgendwann nach der dritten Runde am Stück auch oder nach der zweiten, wenn ich heftig gefahren bin, sind die auch ein bisschen hochgekocht, sage ich jetzt mal so, also sind ein bisschen warm geworden. Und da hat man auch ein bisschen gemerkt, dass ich dachte, okay, Bremse, scheiße, brauche ich mehr Kühlung. Aber die sind nicht eingeknickt, ich hatte kein Fading, das war eigentlich ein sehr stabiler Bremsbelag. Der sich natürlich dann über die 34 Runden, die ich gefahren bin, dann auch mal ordentlich eingebremst hat. Also da könnt ihr sicher sein, dass alle Gase, die der Belag hat und alles, dass die alle jetzt raus sind und dass das jetzt vernünftig eingebremst ist nach diesem Wochenende. Und jetzt verhält sich der Bremsbelag auch ganz anders. Also der Bremsbelag ist jetzt so, wenn er kalt ist, hat er schon wesentlich mehr Griffigkeit, wesentlich mehr Performance, als er am Anfang hatte, noch in der Einbremsphase, also vor der Nordschleife. Und wenn er jetzt kalt ist, macht er eigentlich überhaupt keine Geräusche. Außer man bremst so richtig soft, dann kommt so ein bisschen Geräusch. Aber wenn man normal bremst, passiert da eigentlich nicht viel. Und ich finde das Bremsgeräusch jetzt nicht so laut und so penetrant, dass es für mich gar nicht geht oder gar nicht auszuhalten ist. Sondern es ist halt einfach präsent. Jetzt bremse ich nochmal runter so von 60, so ganz normal. Es wird so ab 30 km/h fing jetzt an ein bisschen zu pfeifen, wahrscheinlich weil er auch ein bisschen wärmer geworden ist. Wenn man aber stärker bremst, dann geht dieses Geräusch auch so gut wie komplett weg. Aber er bremst natürlich auch nicht in der Stadt immer volle Pulle. Bremse ich jetzt mal ein bisschen doller. Das war übrigens das UPS-Auto und nicht ich, also die Bremse hat eben keine Geräusche gemacht. Und es kommt wie gesagt drauf an, immer, ich mache jetzt mal nochmal eine, jetzt fahre ich hier 70. Keine Geräusche. Also dadurch, dass ich den Belag jetzt über die Nordschleife eingebremst habe und er aber wirklich komplett ausgegast ist und alles, sag ich mal, an Harzen so sich perfekt verbunden hat und das Spiel Bremsscheibe, Bremsklotz sich jetzt gut eingespielt hat, ist die Geräuschkulisse vom Bremsen rapide gesunken. Also am Anfang war das wirklich, wo ich dachte, scheiße, das war schon ein bisschen heftiger. Aber nach dem Wochenende auf der Nordschleife ist es wirklich so, dass der Bremsbelag sich wesentlich ruhiger, das Blitzer übrigens, wesentlich ruhiger und wesentlich angenehmer bremsen lässt als vorher. Also das bedeutet für euch, wenn ihr euch auch diesen Bremsbelag holen solltet und wolltet, dass ihr euch, egal in welchem Fall auch immer, auf eine Bremse einstellen solltet, die quietschen wird. Und die auch präsent quietschen wird, also das heißt, ihr werdet das auch im Innenraum hören, aber es ist nicht in jeder Lage so, also wenn der ein bisschen wärmer ist, quietscht ein bisschen, wenn ihr soft bremst, quietscht ein bisschen mehr, wenn ihr ein bisschen stärker bremst, quietscht ein bisschen weniger, also ihr habt ein bisschen mehr Macht über die Intensität des Quietschens, je nachdem wie ihr bremst. Und wenn er richtig eingefahren ist, wird er halt vom Komfort wesentlich besser als in einem uneingefahrenen Zustand, wie es bei mir der Fall ist. Und meine Entscheidung jetzt aktuell, muss ich sagen, ich finde den Bremsbelag für mein Fahrprofil, für meinen Gebrauch als Daily sehr gut und die Geräuschkulisse, das Quietschen ist für mich auch völlig hinnehmbar. Ich finde das jetzt nicht schlimm, es gehört da dazu so für mich und es ist für mich okay, wie ihr seht. War eine normale Bremsung, war wieder nichts zu hören. Also das heißt, der entscheidendste Punkt war wirklich das intensive Einbremsen, dass sie einmal richtig, sag ich mal, auskochen, einmal richtig, richtig heiß werden. Auch über längeren Zeitraum natürlich auf der Nordschleife war ganz gut. Und jetzt sind sie verhältnismäßig ruhig geworden, so dass man gar keine großen oder so starken Einbußen mehr hat. Und es gibt so eine kleine Randnotiz, dann ist das Video auch gleich vorbei. Das war mit den vorherigen Bremsbelägen, die ich hatte, die 4Holo DS Performance. Das ist noch die straßennahere Variante, trotzdem mit mehr Bremsleistung. Die haben sehr wenig gequietscht, aber sie haben auch gequietscht. Aber nachdem man sie mal richtig hochgekocht hat,
sind sie wesentlich ruhiger geworden. Das ist so gut die Message. Also eine Bremse muss mal richtig eingebremst werden, dann ist es mit dem Quietschen auch nicht mehr ganz so krass. Jedenfalls geht das für dieses Setup. Und ich hoffe, das hat euch soweit gefallen, dass ihr ein paar Eindrücke von den Bremsen und von der Bremsperformance kriegen konntet. Und dass euch das ein bisschen hilft in der, ja, in der Angst oder in der Auswahl von Bremsen. Ja, für mein System war es eigentlich perfekt. Kein Fading, guter Druckpunkt, sehr standfest. Wenn sie warm sind, packen sie unfassbar geil. Ja, meine Bremsscheiben sehen auch top aus. Sie sind nicht irgendwie krass blau angelaufen oder sowas. Und die Kombination DS 2500 und ATE Serie hat für mich sehr gut funktioniert. Meine Haare wieder durch den Wind. Das war's von meiner Seite. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden Support, den ich kriege, denn das Abonnieren ist für mich als Creator sehr wichtig. Und von daher, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, werde ich mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Ansonsten schaut euch noch die anderen Videos an. Ich werde noch ein paar Sachen über die Nordschleife machen. Wie sieht mein Auto aus nach 34 Runden? Wie viel Bremsbelag ist da drauf nach 34 Runden? Was macht mein Reifen nach 34 Runden? Wie viel Öl müsst ihr nachkippen? Da wird nochmal so ein Video kommen, wo alles zusammen ist. Und ich hoffe, das interessiert euch. Dann bleibt dran. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Peace. Und noch eine Bremsung hier. Gar nichts.